Geliebter Mensch, fühle dich von Liebe umhüllt. Fühle dich vom Licht getragen und fühle dich verbunden mit allem, was ist. Ich lade dich heute ein zu einer Reise auf den Mond. Ich lade dich ein, auf dem Mond deine eigenen Empfindungen und Erfahrungen zu sammeln. Ich lade dich ein, dir dein ganz persönliches Bild von den Mondblitzen zu machen. Und so nimm nun einen tiefen Atemzug. Komme zur Ruhe. Und spüre, wie du dich fallen lassen kannst in die Energie der Liebe. Spüre, wie du von dieser Liebe nun umgeben bist und wie deine Seele den Schutz der Liebe fühlt. Denn wenn du nun weitere 3 Atemzüge einnimmst, wird dich deine Seele zum Mond hinüberbringen. Und so atmen wir nun 3-mal tief ein und aus. Du siehst bereits den Mond in seiner vollen Schönheit vor dir und du spürst seine Energie. Lass dich ruhig darauf ein und erlaube dir, so tief wie möglich zu fühlen. Denn deine dich begleitenden Engel, welche immer bei dir sind, sie werden dich und deine Seele begleiten. Und so betrittst du nun die Mondoberfläche. Deine Seele befindet sich auf der Mondoberfläche. Und spüre nun in dich hinein, ob du dich hier zu Hause fühlst oder ob es dir ganz fremd ist. Spüre hinein und registriere deine Gefühle. Vielleicht nimmst du die hellen Lichtquellen der Mondblitze wahr. Es sind einige um dich herum, welche gerade jetzt in diesem Moment aufblitzen. Und vielleicht kannst du auch die Lichtspur verfolgen, die aus den Blitzen entsteht und ins Universum hineinwandert. Vertraue allen Bildern, welche du siehst und wahrnimmst. Und nun, geliebte Seele, laden dich die Engel ein, einen Blick in das Innere des Mondes zu werfen. Und mit deiner Absicht, ganz allein mit deiner Absicht, wird sich der Mond an einer bestimmten Stelle öffnen. Und du darfst diesen dunklen Weg in das Mondinnere beschreiten, auch wenn dieser Weg
etwas beschwerlich ist und die unregelmäßigen Stufen, welche dich hinabführen, manchmal sogar zu hoch sind, wirst du es schaffen, in das Innere des Mondes einzutauchen. Prüfe für dich, ob du empfangen wirst von den Wesen des Mondes. Prüfe für dich, ob du eingeladen wirst in die heiligen Räume der Mondenergie einzutauchen. Und prüfe für dich, ob du auch einen Blick in das Labor des Mondinneren werfen darfst. Denn dort ist man dabei, mit Lichtquellen zu wirken. Erlaube dir, Informationen und Bilder zu bekommen und vertraue auf alles, was du jetzt wahrnimmst. Es ist eine Mischung aus einem hypermodernen Labor und einem Ritualplatz mit dem Mondfeuer. Und aus dem Mondfeuer zweigen sich Funken ab, welche sich dann als Mondblitze zeigen. Vielleicht hast du so eine ähnliche Wahrnehmung oder auch eine ganz andere. Vertraue darauf, dass das, was du wahrnimmst, deine Wirklichkeit ist. Und lasse dich auch gerne von den Wesen dorthin führen, wo es Interessantes zu entdecken gibt. Es gibt verschiedene Räume. Es gibt Räume der Heilung. Es gibt Räume der Kreativität und es gibt einen ganz besonderen Raum mit Erwachensenergie. Du hast nun Zeit, einen dieser Räume zu besuchen und dich mit der Mondin zu verbinden. Nimm die Energiegeschenke entgegen und bedanke dich letztendlich bei all den liebevollen Wesen für das, was gerade geschehen durfte. Denn langsam wird es Zeit, wieder in dein Hier und Jetzt zurückzukehren. Du wurdest reichlich beschenkt und deine Seele lächelt. Denn dies, was gerade geschah, hat dich in deinem Erwachen einen Schritt weitergebracht. Und wenn du das nächste Mal wieder hierher kommst,
werden die Wesen im Inneren des Mondes dich erwarten und dir immer wieder neue Geschenke übergeben. Und so trägt dich deine Seele wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Lass es ruhig geschehen und spüre Mutter Erde, wie sie dich liebevoll empfängt, denn hier ist dein Zuhause in dieser Inkarnation. Und dann öffne deine Augen, bewege Hände und Füße und komme wieder in das Hier und Jetzt zurück.